Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einem kurzen Video. Es ist jetzt Ende Januar 2017 und es stehen in unserer Schule die Modulschlussprüfungen an, schriftlich meistens. Das Gleiche geht ja auch im Sommer irgendwann, Juni, Juli, wo dann auch so Modulschlussprüfungen anstehen. Vor der Prüfung haben Sie sich vermutlich fachlich so weit vorbereitet, dass Sie die Sachen im Prinzip präsent haben. Und die Prüfungssituation selbst, also wenn Sie dann dort sitzen und die Sachen auf Papier bringen müssen, bei der Prüfungssituation selbst sollten Sie dann natürlich möglichst gut Ihr Wissen zu Papier bringen und ja, die Nerven behalten, ruhig bleiben. Und da gibt es ein paar Tipps, die ich selbst auch schon als Schüler kannte und ich möchte sie einfach hier an dieser Stelle nochmals mitgeben. Wichtig ist, dass Sie sich wohlfühlen in dieser Situation. Auch wenn sie ungewöhnlich ist, dass Sie also nicht künstlich noch Stress erzeugen mit Sachen, die Ihnen nicht behagen. Und zum Wohlfühlen gehört zum Beispiel meiner Meinung nach, dass Sie etwas in der Nähe haben, das Sie in den Mund nehmen können. Ein Bonbon, ein bisschen Schokolade oder so, wenn Sie das dürfen, von der Prüfungssituation her. Dass Sie gelegentlich da einen kleinen Zuckerschub sich einverleiben können, wenn Sie das möchten, wenn Sie das brauchen. Genauso für Getränke. Also bei uns sind oft Getränke in geschlossenen Flaschen erlaubt, dass Sie dann dort einen Schluck Wasser oder Cola oder was auch immer gelegentlich zu sich nehmen können. Also wenn man sich im Mund wohlfühlt und so ein gewisses Sättigungsgefühl vielleicht auch bekommt, geht auch meistens dann auch die Psyche etwas in den Normalzustand und der Stress wird dadurch etwas abgebaut. Das Zweite, wenn Sie sich durch Geräusche gestört fühlen, was ja oft der Fall ist, die Situation ist anders, nehmen Sie doch etwas mit, wo Sie die Ohren verstopfen können, Ohrpacks oder so, sodass Sie da wirklich ruhig arbeiten können. Dann, was ich immer wieder sage, wenn Sie die Prüfung bekommen, fangen Sie nicht unbedingt ganz vorne an, sondern schauen Sie mal kurz quer durch die Prüfung, schauen Sie die Aufgaben an, die Sie sofort lösen können und machen Sie das auch. Also wenn Sie sofort sehen, wie ein Lösungsweg dann funktioniert, packen Sie die Aufgabe an und schauen Sie mal, dass Sie die erste halbe Stunde vielleicht einfach Punkte sammeln, die dann am Schluss auf Ihr Konto gehen. Die schwierigeren Aufgaben können Sie dann auf später aufbewahren, wenn Sie noch Zeit haben, aber dass Sie wirklich effizient am Anfang Punkte sammeln mit den Teilaufgaben, die Sie sofort lösen können, das ist immer ein guter Tipp. Meine Prüfungen für die großen Klassen sind meistens so aufgebaut, dass ich zu jedem Thema ein Rechenteil habe, wo Sie also etwas ausrechnen müssen, dann ein Multiple-Choice-Teil und ein Teil, wo Sie etwas erklären müssen oder etwas skizzieren müssen. Und ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt sofort mit den Rechenaufgaben anfangen, wenn Sie bei den Multiple-Choice sehen, wie das geht und sich dort dann am Anfang Ihre Punkte holen können. Wenn Sie bei einer Aufgabe nicht sicher sind, ob Sie Ihren Lösungsweg richtig gemacht haben, noch ein letzter Tipp, dann schreiben Sie doch auf, was Sie sich dabei gedacht haben. Dann kann der Dozent, Dozierende, der das korrigiert, vielleicht besser nachempfinden, warum Sie jetzt gerade diesen Lösungsweg gefunden haben. Wenn Sie gar nichts schreiben und nur Ihren Lösungsweg zeigen, dann kann es sein, dass man in der Eile der Korrektur da nicht genügend Beachtung schenkt, was Sie sich dabei überlegt haben. So, also ich wünsche Ihnen alles Gute. Die Life Science Leute bei mir haben morgen die große Prüfung. Die Chemiker heute, das wird dann sicher nicht mehr reichen für dieses Video. Aber das bleibt ja auf dem Netz und Sie können da vielleicht später auch profitieren davon. Alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal.